Leute, nee, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Alle Leute, pass mal auf, was ich hier jetzt an den Start bringe, ist eine kleine Videodokumentation über mein Projekt Fetter Doppelmord, das zweite Album. Das erste Album ist raus, schon seit 2010. Ich weiß noch nicht genau, welches Format das bekommt, wie oft ich was rausspiele. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel Zeit ich habe. Auf jeden Fall, das gibt es hier zu sehen und da geht es schon los. Willkommen in Berlin-Marzahn, im Plattenbau. Alle? Ja. Wenn das nicht Heavy Metal ist, Freunde, dann weiß ich es auch nicht. Ich muss mal den ganzen Schwenk machen, bis runter und wieder hoch und rüber. Aber ich lehne mich mal nicht zu weit raus, weil sonst haut es mich hier runter. So, und von draußen jetzt mal nach drinnen. Jetzt endlich bestückt. Endlich bin ich bestückt. Vor allem ganz wichtig, ich habe mir eine Stulle mitgebracht. Das ist mein Stimmgerät. Naja. mein Arbeitsgerät. Noch ein Arbeitsgerät. Noch ein Arbeitsgerät. Noch mehr Arbeitsgerät. Und jetzt kommt das wirkliche Arbeitsgerät. Ein Tasteninstrument, welches aber ich nur mit einem Finger spielen kann. Genau, und hier wird der Scheiß dann drin gedengelt. Jetzt haue ich hier nochmal das andere Instrument. Da sind allerdings im Moment noch keine Saiten drauf. Und zwar habe ich extra mir welche gekauft für meine Bedürfnisse. Hier die Kartons ist ein Test von mir. IKEA, Freunde. Und zwar braucht man in so einem Raum Bassfallen, nennt sich das. Und ich habe mir da was in die Ecke gestellt, was die Funktion von Bassfallen erfüllen soll. Ist nicht das professionellste, aber at least ein bisschen was. So, ich habe jetzt den ersten Song mir überlegt, den ich jetzt aufzeichnen werde. Die sogenannte Pre-Production habe ich ja schon eigentlich gemacht. Und ich fahre mal hier dichter dran. So. So, und das gilt es jetzt nochmal komplett neu in Fett. Mit besten Möglichkeiten aufzunehmen. Hier die ganze Geschichte mal von der anderen Seite mit mir auch drauf. Mehr gibt es eigentlich im Augenblick nicht zu sagen. Ich muss jetzt erstmal einen neuen Satz Saiten auf die Gitarre drauf ziehen. Das ist jetzt keine Zeitrafferaufnahme, das ist Echtzeit. Ich bin so schnell. Denn dann habe ich einen etwas satteren Sound. Der Zauber von zwei Tönen. Muss das sein?